Jo Leute, was geht ab und willkommen zu einem weiteren Apex Legends Video. Und heute gucken wir uns das neue Unshackled oder auch Befreit Event mal im Detail an. Ich werde euch alles zeigen und ich würde sagen, wir schnacken gar nicht viel rum, sondern legen los. Let's go! So, wir starten mit den Sachen, die ihr kostenlos freischalten könnt. Dafür einmal hier nach oben klicken und dort sehen wir auch schon, was es denn alles so gibt. Es gibt hier einmal diesen Talisman knapp bei Kasse. Ja, ne, den kann man machen. Sieht ganz okay aus. Dann haben wir hier den RE45 Skin, den haben wir im Trailer auch schon gesehen. Oh yes, Baby, den finde ich episch. Der sieht einfach mal immer nach richtig, richtig clean aus. Ja, und für einen epischen Skin könnte er zwar vielleicht an der einen oder anderen Stelle animiert sein, aber er ist okay. Ich würde ihn eigentlich mehr als blau klassifizieren, aber irgendwie für einen Blau sieht er zu hochwertig aus, deswegen verstehe ich schon, warum man den als episch klassifiziert. Okay. Und zu guter Letzt gibt es hier den Seer-Skin. Und auch der sieht echt clean aus. Also, er entspricht zwar eigentlich auch wieder nicht der Seltenheit episch, weil er nicht animiert ist, aber ich weiß nicht. Ich finde schon... Oh, doch, er ist animiert. Korrigiere. Das hier ist animiert, okay. Mhm. Also, ich finde schon, dass der eigentlich echt ziemlich nice aussieht. Und naja, dass man diese drei Sachen hier, ich sag mal, kostenlos freischalten kann, ist eigentlich eine faire Sache, würde ich sagen. Dafür müsst ihr einfach bloß Challenges machen. Ihr könnt hier am Tag aber nur eine gewisse Anzahl an Challenges machen. Und wenn die weg sind, dann wartet einfach bis zum nächsten Tag und dann könnt ihr die nächsten Challenges machen, um quasi hier diesen Free Pass freizuschalten. Das sei nur zudem erwähnt. So, kommen wir jetzt aber zu den Hype-Skins aus dem Thematic Unshackled Event. Und wie der Name schon sagt, ist es ein Thematic Event. Was bedeutet, diese ganzen Skins hier müssten eigentlich, nachdem dieses Event um ist, sprich also in 13 Tagen, sollten die normalerweise im normalen Lootpool mit erscheinen und man kann sie sich dann über Crafting-Metalle freischalten. Allerdings kosten diese Skins dann die doppelte Anzahl an Crafting-Metallen. Das bedeutet also zum Beispiel, ein legendärer Skin kostet normalerweise 1200 Crafting-Metalle. Der würde für 2 oder 3 Seasons 2400 Crafting-Metalle kosten und dann wird er wahrscheinlich vom Preis herabgesetzt. Ob das jetzt auf das Event auch so hundertprozentig zutrifft, kann ich jetzt aktuell nicht sagen. Das steht hier bei der Info leider nicht mit dabei, ob es quasi danach im Crafting-Loot-Pool landet oder nicht. Aber ich gehe mal schon davon aus, weil so war es bisher immer bei Thematic Events. Allerdings wird es halt dieses Mal nicht wirklich extra klassifiziert oder auch nicht extra erwähnt, dass alles danach im Lootpool landet, weil aktuell, gucken wir uns zum Beispiel mal nach dem Rave Skin um, aktuell ist leider noch gar nichts hier drin, was man irgendwie freischalten könnte. Sprich also, die Items kommen dann erst wahrscheinlich in den Lootpool, wenn das Event vorbei ist. Hoffentlich. Keine Garantie. Ich bin mir selber gerade ein bisschen unsicher, weil die haben die Art und Weise dieses Thematic Events ein bisschen geändert. Aber gut, soll uns nicht stören. Normalerweise sollten alle Skins später dann normal freischaltbar sein. Entweder über, ja, Apex Packs oder halt mit Crafting-Metallen. So, gut, genug geschnackt zu dem ganzen Unshackled Event Skins. Gucken wir uns die Skins im Detail mal an. Wir fangen an mit dem Pathfinder und Alter, das ist schon ziemlich fresher Skin. Ich mag auch hier das Stirnband, was er aufhat. Das passt einfach irgendwie perfekt zum Style. Die Goldkette wie so ein Mafia-Boss. Ja, also ich muss sagen, der Skin ist echt gelungen und der hat auf jeden Fall die Seltenheit legendär verdient. Ich finde es auch cool, wie hier die ganze Zeit irgendwie so eine Hälfte von einem QR-Code drauf ist. Ich weiß nicht, wo die einen hinleitet. Wäre natürlich irgendwie ein witziges Easter Egg, wenn es auf die Apex-Seite weiterleitet. Aber keine Ahnung. Trotzdem auf jeden Fall, Pathfinder ist schon mal sehr, sehr gelungen. Weiter geht's mit dem Crypto und auch er hat hier wieder einen Code drauf und ich muss sagen, dieser Crypto-Skin ist fire. Oh yes, der ist irgendwie clean, aber trotzdem detailreich. Das gefällt mir an ihm so gut und ich mag auch seine Haare. Die sind einfach mal ein bisschen anders gestylt, also ja, der Crypto-Skin gefällt mir außerordentlich. Ordentlich gut, muss ich einfach mal so sagen. Weiter geht's mit dem Rave-Skin und auch der sieht einfach fire und schwitzig aus. Und das ist ja der Sinn eines Rave-Skins. Also, ja, ich habe es schon im Trailer-Reaction-Video erwähnt. Ich glaube, das hier wird einer der neuen Schwitzer-Rave-Skins. Wenn dir der in der Lobby begegnet, solltest du vielleicht lieber abhauen, weil, ich meine, guckt sie euch an. Allein die Haare, allein das Design, allein das Flackern von ihrem Umhang, was, glaube ich, nicht so sein sollte, aber gut. Ist anscheinend noch ein kleiner Bug oder so. Sieht auf jeden Fall ziemlich witzig aus. Ja,
meiner Meinung nach einer der schwitzigsten Rave-Skins, die wir jemals bekommen haben. Aber auch richtig, richtig schön detailreich ausgearbeitet. Gefällt mir sehr, sehr gut. So, der Valkyrie-Skin. Und da muss ich sagen, den finde ich wirklich mega hype. Also ich würde sagen, das ist fast schon einer der schönsten Skins im gesamten Event. Ich meine, guckt sie euch an. Dieses Pink in Kombination mit diesen, ja, dunkelgrün-braunen Militärfarben, finde ich, sieht einfach sehr, sehr gut aus. Ich mag auch ihre Haare in diesem Weiß-Pink. Das passt einfach gut zu Valkyrie. Also ich muss sagen, den Skin fühle ich richtig, richtig krass. So, weiter geht's mit dem K-Skin. Und der ist natürlich im Crypto-Design. Und ich würde sagen, das sieht man auch wirklich gut. Und ja, er gefällt mir, ist auf jeden Fall ein sehr, sehr schlichter, sehr, sehr schöner und sehr, sehr cleaner Car-Skin. Kann man auf jeden Fall nicht meckern, und wenn man sich den Crypto-Skin freischaltet, dann kann man hier sich passend dazu den Car-Skin holen. Gefällt mir gut. So, passend zum Wraith-Skin gibt es hier die Peacekeeper. Da muss ich sagen, die sah im Trailer ein bisschen peppiger aus, sage ich mal. Ich dachte eigentlich, dass das Grün hier ein bisschen mehr leuchtet, ein bisschen mehr raussticht, aber tatsächlich nicht. Er ist okay. Aber er ist jetzt nicht überhype. So würde ich ihn beschreiben. Dann hier der Rampage-Skin. Im Trailer dachte ich am Anfang, der kann doch nicht legendär sein. Ja gut, jetzt wo man es sieht, er sieht eigentlich ziemlich schlicht aus. Und man könnte fast denken, so, ja Moment mal, das ist ein legendärer Rampage-Skin. Aber ja Leute, das ist er definitiv, weil er hat ein komplett verändertes Modell. Und das sieht ziemlich clean aus. Das ist so wie mit diesem Sentinel-Nachtkern-Skin. Der könnte man auch argumentieren, yo, der sieht irgendwie ein bisschen Standard aus, aber trotzdem speziell, weil er einfach nicht das gleiche Modell hat wie die Sentinel normal, beziehungsweise hier wie die Rampage, aber trotzdem, sage ich mal, sehr, sehr clean gehalten ist. Und ich muss sagen, für einen Rampage-Skin gefällt mir der wirklich sehr, sehr gut, und ich mag es auch, wie man hier diese Verbindung sieht, wo quasi dieses Feuer nochmal verdeutlicht wird. Hier wird die Thermite irgendwie reingecharged und dann wird hier das Feuer dadurch übertragen, kommt mit der Kugel mit raus oder wird hier verstärkt. Keine Ahnung, wie die Rampage genau im Detail funktioniert. Aber ja, ich finde den Skin tatsächlich sehr, sehr gelungen. Und zu guter Letzt der Hemlock-Skin. Und da muss ich auch sagen, der ist natürlich wieder im Pathfinder-Design, wie man unschwer erkennen kann. Und der gefällt mir auch wieder sehr, sehr gut. Ich weiß nicht. Den fühle ich zum Beispiel wieder sehr, sehr krass. Ist hier was animiert? Hier bewegt sich ein bisschen was. Zumindest ganz leicht. Ich weiß nicht, ob das so gewollt ist. Oder ob das jetzt nur so eine optische Täuschung ist. Sah auf jeden Fall irgendwie fancy aus. Und ja, keine Ahnung. Schlichter Skin, ziemlich clean im Pathfinder-Design mit diesem roten Punkt hier. Gefällt mir einfach sehr gut. Allerdings kann er natürlich mit dem aktuellen Season 12 Battle Pass Hemlock-Skin nicht mithalten. Aber das muss er auch gar nicht. Ich finde ihn auf jeden Fall eine schöne Alternative. So, weiter geht's mit den epischen Skins. Da macht Fuse den Anfang. Und für einen epischen Skin würde ich sagen, sieht der eigentlich ziemlich cool aus. Also da kann man nicht meckern. Das ist doch auf jeden Fall ein schickes Ding. Hier sieht man die Munition, die er dabei hat. Ja, doch, also dieses lila Design bei Fuse gefällt mir tatsächlich ziemlich gut. Watson auch im lila Design gehalten. Ich weiß nicht, ich finde ja Watsons Skins eigentlich schon echt richtig, richtig cute. Und auch hier wieder, der Standard-Skin in einem anderen Design sieht einfach sehr, sehr gut aus. Und da guckt ihre Haare an, wie sie da so ein bisschen den Pony vorhängen hat. Finde ich einfach sehr, sehr schick. Ist ein schöner Skin. Und auch der passt natürlich wieder wie die Faust aufs Auge. Mit Revenant geht's weiter. Und da muss ich tatsächlich das erste Mal sagen, das habe ich im Trailer aber auch schon erwähnt, den Revenant-Skin fühle ich irgendwie nicht so. Ich weiß nicht, die Farben beißen sich so ein bisschen und irgendwie ist der nichts Besonderes. Also da gibt es deutlich, deutlich bessere Revenant-Skins. Von dem bin ich tatsächlich ein bisschen enttäuscht. Anders als von dem Lifeline-Skin, den finde ich zum Beispiel wieder ultra hype. Ich finde, der ist schön detailreich ausgearbeitet. Passt auch zu Lifeline. Ist definitiv, ja, normalerweise müsste er laut Definition ein blauer Skin sein, aber da er wirklich extrem gut aussieht, kann man ihn schon als epischen Lifeline-Skin deklarieren. Und ja, guckt einfach mal die Details an, guckt ihre Haare an, das bisschen bläuliche, dieses Stirnband rum. Ich finde schon, dass der Lifeline-Skin sehr, sehr gelungen ist. Also die Holosprays würde ich sagen, überspringen wir, weil ganz ehrlich, die interessiert doch wirklich kein Menschen. Okay, machen wir weiter mit den Posen. Und Alter, bei den Posen muss ich auch sagen, yes, das sind richtig geile Posen, wo ich mir wirklich überlege, ob ich mir da eine von denen zulegen soll. Die Valkyrie-Pose finde ich schon mal ultra hype. Die sieht einfach mega clean aus. Weiter geht's mit der Crypto-Pose. Und ich finde es so geil, wie er da mit dem Trident umkommt und die Drohne ihm einfach auch noch zuwinkt. Also dir zuwinkt, dir als Spieler. Also auch der Emote.
was laber ich? Diese Pose fürs Banner finde ich absolut heftig. Ich muss echt fast schon sagen, die Posen sind das Heftigste in dem gesamten Event. Aber okay, weiter geht's mit der Rave-Pose und die ist... Wow, also die ist wirklich eine der coolsten Rave-Posen meiner Meinung nach, die wir bisher im Spiel haben. Oh yes, oh yes, oh yes! Ich finde, das sieht so fresh aus. Ich weiß nicht. Ich fühle diese Pose so krass. Ich kann euch gar nicht sagen, wieso genau. Sieht ein bisschen unschön aus, dass hier ihre Hand direkt durch die Zipline durchgeht. Aber trotzdem, ich muss sagen, ich fühle diese Pose so krass. Ich muss sie einfach nochmal sehen. Es sieht einfach zu gut aus. Sie läuft da und dann ab an die Zipline. Let's go in den Fight. Mega, mega geile Pose. Und bei der bin ich echt am Hadern, ob ich sie mir holen soll. Ja, und zu guter Letzt Pathfinder. Ist auch geil, wie er gefangen ist, wie er es falsch rumhält. Ja, die ist im Vergleich zu den anderen drei, finde ich, ein bisschen schwach, aber trotzdem irgendwie witzig. Und das ist doch genau Pathfinders Ding. Also, ja, doch, das kann man durchgehen lassen. So, weiter geht's mit den Banner-Frames. Einmal hier für Pathfinder. Ja, das sieht relativ solide aus. Ist jetzt nichts Spektakuläres, aber kann man auf jeden Fall machen. Dann haben wir hier eins für Crypto. Das passt auf jeden Fall eigentlich auch zu ihm. Da gibt's aber meiner Meinung nach trotzdem auch bessere Frames. Dann hier eins für Wraith. Das sieht wieder ein bisschen episch aus. Ist auch nochmal ein bisschen mehr mit Details versehen. Aber auch bei Wraith, finde ich, gibt es definitiv bessere Banner. Und zu guter Letzt natürlich auch eins für Valkyrie. Das fühle ich tatsächlich jetzt irgendwie nicht so. Aber das ist natürlich wie immer Geschmackssache. So, okay, zu guter Letzt noch die blauen Banner für Revenant. Ja, ne, ist jetzt irgendwie nichts Besonderes. Haut mich jetzt nicht vom Hocker. Dann haben wir hier eins für Lifeline. Es sind halt blaue Banner, ne? Mehr braucht man dazu eigentlich nicht sagen. Ich finde, die sind okay, aber sie sind jetzt auch nicht ultra-hype. Und ja, auch der für Fuse, nee, eher nicht so. Und auch der hier für Watson, ich weiß nicht. Die blauen Banner fühle ich tatsächlich alle nicht so krass. Aber gut, das ist wie immer, wie gesagt, Geschmackssache. So, gucken wir uns noch zuletzt die ganzen Sachen an, die man für die einzelnen Legenden freischalten kann. Und zwar die Fährtenlaserplaketten. Hier haben wir zum einen für Crypto den Drohnen-EMP-Schildschaden. Dann hier die Battle Royale-Kills. Und natürlich zu guter Letzt den Battle Royale-Schaden. Das gleiche natürlich auch für Pathfinder. Haken, zurückgelegte Distanz. Nice one. Dann hier natürlich auch wieder die Kills und natürlich auch wieder den Schaden. Für Wraith gilt dasselbe in die leere Zeit. Dann hier die Battle Royale Kills und natürlich auch hier den Battle Royale Schaden. Und zu guter Letzt für Valkyrie, Battle Royale Kills, Battle Royale Raketenschwarm getroffene Gegner und den Battle Royale Schaden. Ja, das waren eigentlich alle Items aus dem Thematic Event. Ich muss sagen, es ist solide. Es haut mich jetzt auf jeden Fall nicht vom Hocker. Und ich hoffe einfach, dass sobald das Event in 13 Tagen vorbei ist, die ganzen Sachen, die man jetzt hier sozusagen kostenpflichtig mehr oder weniger freischalten kann, dass sie dann im normalen Lootpool landen und wir sie sozusagen aus Apex Packs und mit Crafting-Metallen herstellen können. Gut, Leute, wenn euch das Ganze gefallen hat, würde ich mich natürlich wie immer sehr über eine positive Bewertung freuen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut, bis dann und ciao.